Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Strategic Command World War One. Ich bin Medeberg und heute beginnt das Deutsche Reich mit der Umsetzung des Schliefenplans an der Westfront. An der Ostfront versuchen die Mittelmächte ihre Verteidigungspositionen zu sichern und auf dem Balkan startet Österreich-Ungarn die erste Offensive gegen Serbien. Los geht's! In der letzten Folge der Einführung, dem Prolog zu diesem Let's Play, habe ich die Vorgeschichte, die Entstehung zum Ersten Weltkrieg erläutert. Falls du diese erläuternde Einführung noch nicht gesehen hast, schau dir das Video am besten nochmal an. Den Link zur Playlist findest du in der Videobeschreibung. Und jetzt starten wir mit unserem ersten Zug. Wir starten hier im Hauptmenü, natürlich den Einzelspieler. Wir wählen die Hauptkampagne aus, 1914 Call to Arms. Startdatum ist der 1. August 1914. Wir spielen mit den Mittelmächten. Der Schwierigkeitsgrad wird auf Veteran gesetzt. Hierdurch erhält die KI plus 1 Sichtweite, plus 1 Erfahrung für die Einheiten und pro Zug plus 10% MPP. Wir werden mit den Einheiten-Countern der Blue Max Mod spielen, weil die einfach besser aussehen. Die restlichen Optionen, Funktionen belassen wir so wie vorgegeben. Und los geht's! Eine Darstellung der Uniform des Deutschen Reiches und Frankreichs. Aufstellungsphase der Mittelmächte. Wir haben den ersten strategischen Hinweis für das Deutsche Reich. Stellen Sie Ihre Armeen für den Sieg auf. Der Großteil unserer Armee ist mittlerweile mobilisiert, jedoch müssen einige Einheiten noch aufgestellt werden. Mögliche Optionen dafür sind unter anderem, sie so aufzustellen, dass sie energisch im Westen zuschlagen können, mit ihnen ihre Truppen im Osten stärken, sie im Süden aufstellen und sie an der Eroberung von Serbien teilnehmen lassen. Überlegen Sie es sich gut, denn dies ist vermutlich die wichtigste Entscheidung, die Sie im anstehenden Konflikt treffen werden. Hinweis: Wenn Sie automatische Aufstellung auswählen, werden die Einheiten in der Nähe ihrer historischen Standorte aufgestellt. Hauptsächlich in der Nähe von Belgien, wobei einige Kavallerieeinheiten weiter südlich nahe der französischen Grenze positioniert werden. Wir werden den historischen Weg gehen, das heißt unsere Einheiten im Westen aufstellen, um den Schliefenplan so gut wie möglich durchführen zu können. Den Osten werden wir mit der Zeit mit zusätzlichen Einheiten belegen, um hier gut verteidigen zu können. Und deutsche Einheiten in diesem Moment nach Serbien zu schicken, wäre meiner Meinung nach strategisch nicht sehr sinnvoll. Das sollten die Österreich-Ungarn in der Anfangsphase selbst regeln können. Wir erhalten den von Bülow als Befehlshaber, eine Artillerieabteilung, 2 Kavalleriekorps und 2 Infanteriekorps. Wir werden das erste Kavalleriekorps an der belgischen Grenze aufstellen. Der von Bülow kommt hier hoch. Die Artillerieabteilung geht nach Essen. Das zweite Kavalleriekorps nach Düsseldorf. Und die Infanteriekorps werden wir hier auch in der Nähe der belgischen Grenze aufstellen. Damit haben wir unsere Aufstellungsphase abgeschlossen. Wir haben den ersten strategischen Hinweis für Österreich-Ungarn. Unsere wichtigsten Ziele. Mit einem erfolgreichen Vorstoß nach Serbien sowie mit der Eroberung von Belgrad und Niš können wir dafür sorgen, dass Bulgarien auf unserer Seite in den Krieg eintritt. Aber wir müssen auch unsere Ostgrenze sichern, denn die russischen Vorstöße könnten Rumänien dazu bringen, gegen uns in den Krieg zu ziehen. Da Rumänien auch eine wichtige Nahrungsmittelquelle für uns ist, könnte ein Krieg gegen das Land für Hunger und Moraleinbußen in der Heimat sorgen. Aus diesem Grund müssen wir in Serbien einmarschieren und gleichzeitig unsere Ostgrenze so gut wie möglich sichern. Wir werden nach Serbien marschieren und wir werden versuchen, auch unsere Ostgrenze in Galizien zu sichern. Weiterer strategischer Hinweis für das Deutsche Reich: Verzögernder Konflikt mit dem Vereinigten Königreich. Eine Verletzung der Neutralität von Belgien, Dänemark oder den Niederlanden würde automatisch die Briten in den Krieg ziehen. Das Entsenden von Seeeinheiten, auch von U-Booten, in die Nähe der britischen Küste, in die Nordsee oder in den Atlantik würde sie ebenfalls provozieren. Daher sollten Sie Vorsicht walten lassen, wenn Sie sich einen möglichst späten Kriegseintritt der Briten wünschen, denn ohne Provokation ist davon auszugehen, dass Sie im ersten Monat des Konflikts neutral bleiben werden.
Wir werden die Neutralität von Dänemark und den Niederlanden respektieren. Die Neutralität der Belgier werden wir aber verletzen müssen, auch auf die Gefahr hin, dass die Briten sofort in den Krieg eintreten werden. Ein weiterer strategischer Hinweis: die Bedeutung der Niederlande. Die Kriegswirtschaft des Deutschen Reiches ist auf Güterimporte aus den neutralen Niederlanden angewiesen. Von daher müssen wir dafür sorgen, dass die Niederländer uns wohlgesonnen bleiben und dabei, wenn nötig, auch Diplomatie einsetzen. Denn nur aufgrund ihrer Neutralität können die Niederlande Güter importieren, auf die wir sonst verzichten müssten. Wenn die Niederlande, egal auf welcher Seite, in den Krieg eintreten oder in Richtung der Entente tendieren, würden wir den Zugriff auf diese wichtigen Güter verlieren und es mit einer ernsten Lebensmittelknappheit für unser Volk zu tun bekommen. Helmut von Moltke, Generalstabschef: Wir werden die Neutralität der Niederlande beachten, das sagte ich ja bereits, und wir werden auch MPP in die Diplomatie investieren, sobald wir MPP verfügbar haben hierfür, damit wir diese wichtigen Lebensmittelimporte aus den Niederlanden weiterhin bekommen. Das war der letzte strategische Rat. Zur Information für euch im Hinblick auf den Ablauf: Wir werden in jeder Folge an der Westfront starten und dann im Uhrzeigersinn die einzelnen Fronten abgehen. Wie gesagt, beginnen wir an der Westfront, dann werden wir zur Kaiserlichen Marine gehen, um in der Nordsee als in der Ostsee die Bewegung durchzuführen. Dann gehen wir an die Ostfront, wo wir in Preußen als auch hier in Polen kämpfen werden. Dann kommen wir erstmal zu den Österreich-Ungarn, wo wir unsere Position hier in Galizien behaupten müssen. Dann zu der Offensive auf dem Balkan gegen Serbien. Hier werden wir auch die Bewegung der K&K-Marine starten. Dann kommen wir zum Osmanischen Reich, die noch nicht im Krieg sind, wo wir aber die Einheiten bewegen können an die einzelnen zukünftigen Fronten, was wir machen werden. Und von hier aus gehen wir dann wieder zurück nach Europa, und zwar an die Westfront. Und wir starten auch hier an der Westfront. Welche Strategie verfolgen wir hier an der Westfront? Wir werden versuchen, den Schliefenplan auszuführen, zumindest in Teilen. Wir werden unsere Einheiten durch Luxemburg und Belgien schicken, damit wir einmal Belgien erobern und auch die Küste bei Antwerpen und Ypern in unsere Kontrolle bekommen, nach Boulogne vorstoßen und hier an der Somme eine Stellung aufbauen, die wir dann bis runter nach Rhein ausbauen werden und dann von hier aus Richtung Sedan beim Verdun. Die Festung Verdun werden wir wahrscheinlich nicht erobern können. Hier ebenfalls Stellungsgräben ausheben bis runter an die Schweizer Grenze. Dies sollte erstmal unser Ziel sein, das Gelände hier zu erobern, um dann hier eine Front aufzubauen, wo wir dann weiter mit der Zeit unsere Offensiven in das Herz Frankreichs starten können. Dass wir eine Umfassungsbewegung um Paris schaffen, um dann Richtung Schweizer Grenze zu marschieren, um die Einheiten hier in Frankreich abzuschneiden, um dann da auf Frankreich zu besiegen. So wie es ja ursprünglich geplant war im Schliefenplan, dazu fehlen uns, glaube ich, einfach die Kräfte. Wir werden es versuchen, aber ich glaube nicht daran, dass wir es schaffen werden, weil einfach die Entente, die Franzosen als auch die Briten eine Menge Einheiten hier entgegenstellen werden, um diesen Plan zu verhindern. Aber kommen wir doch erstmal dazu, was war überhaupt dieser Schliefenplan? Der allseits bekannte Schliefenplan, der die militärische Strategie des Deutschen Reiches zu Beginn des Ersten Weltkriegs prägte, wurde von Generalfeldmarschall Alfred Graf von Schlieffen bereits Ende des 19. Jahrhunderts ausgearbeitet, als ein Zwei-Fronten-Krieg mit Frankreich und Russland wahrscheinlicher wurde. Im Jahr 1905 wurde dieser Plan in einer Denkschrift festgehalten. Der Plan sah vor, dass an der Ostfront nur ein kleiner Teil des Heeres für die Verteidigung gegenüber Russland eingesetzt wird. Als erstes sollte Frankreich besiegt werden und hiernach die Armee in Richtung Osten verlegt werden, um sich der russischen Armee zu stellen. Für den Angriff auf Frankreich sollte, wie erwähnt, ein Großteil des Heeres eingesetzt werden. Ein kleiner Teil hiervon sollte an der französisch-deutschen Grenze die Position halten und die Hauptstreitmacht, 5 bis 6 Armeen, sollte über Luxemburg, Belgien und auch die Niederlande nach Nordfrankreich vorstoßen. Hiernach sollten die Angespitzten dann nach Süden marschieren, Paris einnehmen und dann von Westen her die französischen Festungswerke an der Grenze angreifen und einnehmen. Hierzu musste der rechte Flügel des Angriffes eine große Stärke besitzen, damit diese Umfassungsbewegung um Paris in Richtung Westen überhaupt funktioniert. General Schlieffen ging 1906 in den Ruhestand und sein Nachfolger wurde General von Moltke. Er modifizierte den Plan, zum Beispiel schwächte er den rechten Angriffsflügel,
Der Angriff gegen die Niederlande wurde gestrichen und auch zusätzliche Truppen wurden für die Ostfront eingeplant. Wie wir heute wissen, scheiterte der Schliefenplan, obwohl am Anfang große Erfolge erzielt wurden und es sah sogar einige Zeit so aus, als ob der Plan aufgeht. Jedoch versteifte sich der französische Widerstand, die Franzosen gingen auch bereits zu Gegenoffensiven über, die Nachschubwege wurden immer länger, die Lücken zwischen den einzelnen deutschen Angriffsarmeen waren so groß, dass die eigenen Armeen bedroht waren. Das britische Expeditionskorps spielte hier auch eine gewisse Rolle und es kam auch zu eigenständigen Handlungen der einzelnen Angriffsarmeen, was zur Entstehung von Krisen führte. Anfang September 1914 kam es zur ersten Marne-Schlacht, aus der sich die deutsche Armee nach einigen Tagen zurückzog, um nicht umfasst zu werden. Und dieser Rückzug kennzeichnete das Scheitern des Schliefenplans und man begann, Stellungsgräben auszuheben. Wie sahen eigentlich die Planungen auf französischer Seite im Falle eines Krieges aus? Man hört eigentlich immer nur vom Schliefenplan, aber wie sahen eigentlich die französischen Pläne aus? Für den französischen Generalstab lag ein deutscher Angriff über Belgien und Luxemburg durchaus im Bereich des Möglichen und hierauf wollte sich das französische Heer auch vorbereiten. Und die Planung sah auch vor, sich nicht nur zu verteidigen, sondern selbst auch offensiv tätig zu werden. Hierzu existierte im Jahr 1914 der Plan 17. Der Plan sah eine schnelle Mobilmachung vor und auch einen schnellen Transport der Truppen an die belgische und an die deutsche Grenze. Es gab auch französische Planung, selbst die belgische Neutralität zu verletzen, was jedoch von politischer Seite aufgrund der Reaktion Großbritanniens nicht unterstützt wurde. Vor allem im Süden, also Elsass-Lothringen, sollte die französische Armee Offensiven starten, was in der Realität auch stattfand. So wurde zum Beispiel Mühlhausen durch die Franzosen kurzzeitig erobert. Deutsche Verbände stoppten jedoch nach kurzer Zeit die Offensiven und gingen selbst zu Gegenoffensiven über. Wir werden damit starten, hier in Elsass-Lothringen erstmal eine Front aufzubauen bei den französischen Einheiten. Hier bringen wir erstmal das 15. Korps nach Mühlhausen, um zu schauen, ob eine Einheit hier in Belfort ist. Wenn wir direkt vorziehen würden, würde die Einheit den Verteidigungsbonus der Überraschung noch bekommen. Da sehen wir auch ein Korps in der Festung. Wir ziehen direkt ran. Das Korps ziehen wir hier hin. Dich kriegen wir hier ran. Du kannst leider nicht ranziehen wegen der Zone of Control. Dann muss dorthin das zweite bayerische Korps und ebenfalls das dritte bayerische Korps. Da haben wir hier schon mal eine Linie aufgebaut. Und wir schauen mal, ob wir die Einheiten verschanzen können. Können wir nicht, beziehungsweise sehen wir das hier unten an dem Symbol. Und wir können die Einheit nicht verschanzen, weil sie keine Aktionspunkte mehr hat. Wir schauen mal bei den anderen Korps. Und wir sehen, dass wir die anderen Korps ebenfalls nicht verschanzen können. Das werden wir in der nächsten Runde machen müssen. Dann werden wir das 13. Württembergische Korps hier reinziehen. Wollen wir das? Franzosen hätten die Möglichkeit, in der nächsten Runde mit drei Einheiten uns hier anzugreifen. Wir sollten aber auch hier eine Linie aufbauen. Daher werden wir die Württemberger hier reinschicken. Verschanzen können wir die Einheit leider nicht. Dich können wir reinschicken in das Bergwerk, das machen wir. Und dich können wir verschanzen, was wir auch direkt machen. Die Gräben sehen so gut aus, das machen wir. Und dann werden wir als nächstes den Belgiern den Krieg erklären. Soll das Deutsche Reich eine Kriegserklärung aussprechen gegen Belgien? Ja, das werden wir machen. Auch auf die Gefahr hin, dass Großbritannien uns den Krieg erklärt. Das Vereinigte Königreich schließt sich der Entente an. Wir haben einen neuen Feind. Und wir sehen eine belgische Abteilung in der Festung Lüttich. Hier müssen wir jetzt schlau agieren, um so viele Einheiten wie möglich in Angriffsposition zu bringen. Wir klären erstmal die Abteilung auf. Wir haben ja die Artillerie hier, die können wir aber nicht einsetzen wegen der Entfernung. Und wir können hier einige Einheiten ranbringen. Wir bringen das 5. Korps ran und greifen Lüttich an. 0 zu 2, das war ein gutes Ergebnis und wir können hier vorziehen, werden das aber noch nicht machen. Wir bringen erstmal das 12. Sächsische Korps vor.
Und hoffentlich können wir die Abteilung aus Lüttich vertreiben bzw. vernichten. Nein, leider nicht. Da werden wir dich zurückziehen. Und wir bringen das 18. Korps vor, um die Abteilung zu vernichten. Jawohl. Damit haben wir die erste gegnerische Abteilung vernichtet, leider zwei Schaden erhalten. Und wir werden nach Lüttich mit dem 10. Korps reinziehen. Da haben wir schon mal die erste Festung erobert. Da werden wir mit dem ersten Kavalleriekorps. Wir schauen mal in die Eigenschaften. Die Kavallerie hat eine Sichtweite auf Land von 3. Das heißt, die Kavallerie eignet sich sehr gut für die Aufklärung. Und wir werden die Einheit hier vorziehen. Und wir sehen, dass Rhin frei ist und ebenfalls Lille frei ist. Wir könnten nach Rhin ziehen, das machen wir noch nicht. Wir schauen mal, welche Einheiten kriegen wir hier nach Brüssel. Wir kriegen dorthin das 7. Korps, das 4. Korps und ebenfalls das 3. Korps. Die anderen Einheiten nicht wegen der Zone of Control, aber noch das Kavalleriekorps, das 2. Und jetzt werden wir erstmal das 7. Korps ranbringen. Und wir müssen das belgische Korps unter 5 bekommen, damit die Zone of Control wegfällt. Wir greifen an. 3 Schaden. Sehr gut. Jetzt werden wir das 3. Korps ranziehen. Und ebenfalls gegen Brüssel gehen. Jawohl. 2 zu 0, das war ein guter Angriff. Und jetzt ist die Zone of Control weg. Wir kriegen das 2. Cavalry Corps hier noch ran. Das werden wir machen. Und wir greifen Brüssel an. 2 zu 1 war okay. Und jetzt können wir das 4. Corps nach Antwerpen schicken. Und wir werden Brüssel angreifen. Jawohl. Hiermit steht Brüssel frei. Und wir können die belgische Hauptstadt erobern. Wir werden das noch nicht machen. Bringen wir da eine andere Einheit rein? Nein. Wir ziehen erstmal mit dem ersten Cavalry Corps vor. Wir sehen auch, dass Chanlore frei ist. Wir kriegen die Einheit aber nicht ran. Wir werden Rhin besetzen. Wir werden Rhin halten. Hier haben wir den Verteidigungsbonus des Flusses, der Marne, sodass wir von Süden auf jeden Fall besser geschützt sind. Wir könnten mit Gewaltmarsch einige Einheiten ranbringen. Da müssen wir jetzt genau überlegen. Wir werden erstmal Brüssel besetzen mit dem 4. Korps. Da haben wir die belgische Hauptstadt erobert. Die Belgier werden nicht kapitulieren, weil sie zwei alternative Hauptstädte haben, einmal Antwerpen und Ypern. Und wir werden uns noch einige Kämpfe mit den Belgiern liefern, bevor die überhaupt kapitulieren. Jetzt, welche Einheiten kriegen wir ran? Wir müssen die Korps ranbringen. Wir werden dich hierhin bringen und wir werden auch den Moraleinbuß in Kauf nehmen, um unsere Einheiten hier direkt an die Festung zu bringen, um in der nächsten Runde den Bereitschaftsbonus zu haben. Leider kriegen wir hier kein Korps hin, nur hierhin. Wir werden dich hier ranbringen. Jawohl. Du hierhin. Und dich kriegen wir so ran. Das machen wir. Dann bringen wir den Befehlshaber von Bülow nach Aachen. Du ziehst dran. Du gehst mit Gewaltmarsch hierhin. Schauen wir uns die Befehlshaber an. Wir werden erstmal den Prinz Ruprecht auf den Modus halbautomatisch stellen und nach Straßburg gehen. Der Kronprinz Wilhelm zieht nach Luxemburg, aber erstmal den Modus ebenfalls auf halbautomatisch. Beim von Bülow werden wir das nachholen. Und bei dem Herzog Albrecht ebenso und ebenfalls bei den von Gluck. Dich kriegen wir auch ran. Du ziehst nach Metz. Und da haben wir hier noch zwei Kavalleriekorps und zwei Infanteriekorps. Brauchen wir insgesamt vier Kavalleriekorps im Westen? Ich glaube nicht. Wir könnten
Einheiten hier benötigen in Schlesien, um zu verteidigen bei der Linie Posen-Breslau-Katowice. Ich würde sagen, dass wir hier das 4. Kavalleriekorps Richtung Osten schicken, Richtung Schlesien. Wir bringen das Korps nach Dresden. Da kann es in der nächsten Runde hier eingesetzt werden. Ich behalten wir jedoch im Westen. Wir können hier vorziehen, werden das aber nicht machen. Wir ziehen hier vor und werden auch die Infanteriekorps ranziehen. Das waren dann unsere Bewegungen im Westen. Wir haben Lüttich genommen, wir haben Brüssel erobert und ebenfalls die nicht verteidigte französische Stadt Reims eingenommen. Wir stehen vor Antwerpen und werden in der nächsten Runde unsere Angriffe Richtung Antwerpen und Ypern starten und ebenfalls versuchen, Lille einzunehmen. Mal schauen, ob hier französische oder englische Einheiten rankommen, die hier Nordfrankreich verteidigen. Wird noch sehr spannend hier im Westen. Dann gehen wir zur kaiserlichen Marine, erstmal in die Nordsee. Die Strategie mit der Marine wird das sein, in der Nordsee defensiv aufzutreten, die deutsche Bucht zu verteidigen. Hier werden wir auch einige Minenfelder legen. Und in der Ostsee werden wir uns ebenfalls erstmal verteidigen. Wir werden mal schauen, ob der Russe mit seiner Marine in der Ostsee unsere Konvoiroute aus Schweden angreift. Die werden wir natürlich verteidigen müssen. Aber wir werden uns erstmal hier in der Nordsee konzentrieren, weil ich erstmal abwarten möchte, was hier von den Briten als auch von den Franzosen rankommt in die deutsche Bucht. Wir haben hier noch zwei Infanterieeinheiten, einmal das 9. Reservekorps als auch das Marinekorps. Die beiden Einheiten werden wir in der nächsten Runde Richtung Ostpreußen schicken, beziehungsweise hier in den Bereich bei Bromberg. In dieser Runde können wir sie noch nicht verlegen, weil wir haben keine MPP verfügbar. Da werden wir das in der nächsten Runde machen. Wir werden jetzt mit der kaiserlichen Marine Minen legen. Wir haben hier G192 und den Zerstörer V161, was eigentlich ein Torpedoboot war. Wir ziehen mal vor. Wir sollten hier eine Mine legen, hier eine Mine legen und hier eine Mine legen. Wir ziehen vor. Und legen eine Mine hier hin. Wir haben noch drei Aktionspunkte. Wir ziehen den anderen Zerstörer vor. Und mit dir können wir jetzt hier eine Mine legen. Und hier oben. Du ziehst zurück. Wir werden U12 hier hochziehen, falls britische Einheiten hier rankommen sollten, um unseren Zerstörer anzugreifen. Da ist die deutsche Bucht schon mal ein bisschen gesichert durch die Minenfelder. Dann bringen wir unsere schweren Einheiten mal hier in den Bereich. Die König Albert zieht in den Nord-Ostsee-Kanal. Du ziehst auch ein bisschen vor. Du gehst nach Lübeck. Und im Osten haben wir eigentlich kaum Einheiten. Wir werden U14 in den Westen schicken. Und zur besseren Verteidigung erstmal hier in die Ostsee. Die Kaiser Wilhelm II., das Linienschiff, geht nach Königsberg. Wir bringen weiteren Zerstörer hier hin und ebenfalls den leichten Kreuzer. Wir behalten erstmal die Einheiten hier. Die anderen Einheiten bleiben in den Häfen. Das war unsere Bewegung mit der kaiserlichen Marine. Dann kommen wir nach Ostpreußen. In Ostpreußen ist die Aufgabe der Korps als auch der Abteilung, so wie es im Schliefenplan auch vorgesehen war, erstmal zu verteidigen. Wir werden die Schlüsselposition mit Einheiten belegen und versuchen, einmal hier im Bereich Königsberg, Johannesburg, Maurische Seenplatten zu verteidigen, als auch dann hier im Bereich Allenstein, Thorn, Posen und ebenfalls hier in Schlesien, Breslau, Katowice, um hier Vorstöße des Zarenreich in das Deutsche Reich zu verhindern. Wir werden beginnen hier in Ostpreußen bei Königsberg. Wir werden hier die obere Stellung bei Memel-Tilsit aufgeben. Die Gegend können wir nicht verteidigen mit den Einheiten. Wir werden die Memel-Landsturmabteilung hier in die Festung bringen. Dann bringen wir das erste Korps in die Mausurische Seenplatte. Die werden wir ebenfalls verteidigen. Wir sollten
auf jeden Fall die Verteidigungsposition der Festung ausnutzen. Und wir brauchen eine Einheit hier bei Johannesburg. Da könnten wir die Königsberg-Abteilung reinschicken oder auch die Gaudenz-Abteilung mit Gewaltmarsch. Wollen wir das riskieren, den Moraleinbuß? Ich würde sagen, ja, das riskieren wir. Ja, das machen wir. Euch können wir verschanzen. Und ebenfalls das 17. Korps. Jawohl. Dann bringen wir noch die Königsberg-Abteilung hier vor und wir werden die Abteilung hier verschanzen. Wir haben hier einen Durchgang, der ist momentan nicht so toll, weil hier russische Einheiten das Korps direkt aus der Flanke angreifen können und wir nicht den Verteidigungsbonus der Stellungsgräben haben, aber den Verteidigungsbonus des Flusses. Und ich denke, wir können auf jeden Fall mit dem Korps hier einige Runden aushalten. Das Korps in Allenstein belassen wir dort. Wir werden es noch verschanzen. Zwar nach Süden. Die Einheit in Thorn bleibt, wo sie ist. Du ebenso. Und hier ist die Frage, wo wir das Landwehrkorps hinschicken wollen. Wir können es nach Oppeln schicken oder wir können es auch direkt hier an den Fluss heranschicken. Ich würde sagen, wir ziehen das Korps direkt an den Fluss ran, um den Verteidigungsbonus des Flusses zu halten. Das machen wir. Jawohl, wir sehen hier eine Abteilung in Lodz. Dann waren das unsere Aktivitäten mit dem Deutschen Reich. Wir haben hier in Ostpreußen als auch in Schlesien die Verteidigungsposition eingenommen. Und wir schauen mal in die Einkaufsliste. Wir können ja keine Einheiten kaufen, wir haben keine MBP. Wir schauen uns hier doch mal die Produktionsliste an. Wir sehen, dass das Deutsche Reich im September, Oktober einige Einheiten bekommt. Im September als auch im Oktober drei Infanteriekorps, ein Befehlshaber und ebenfalls vier U-Boote. Damit können wir einiges ausrichten. Dann bekommen wir erst im März nächsten Jahres eine Artillerieabteilung. Und ebenfalls im Oktober noch ein Luftschiff. Wir schauen mal auch bei den Österreich-Ungarn vorbei. Die Österreich-Ungarn bekommen erst im nächsten Jahr einige Einheiten. Und das Osmanische Reich nur eine Abteilung im Oktober. Okay. Dann gehen wir zu den Österreich-Ungarn, zur Donaumonarchie, nach Galizien. Und die Aufgabe der Österreich-Ungarn wird es sein, Galizien zu verteidigen. Das Zarenreich wird auf jeden Fall versuchen, mit einer Großoffensive hier reinzustoßen. Dieser Offensive müssen wir begegnen. Wir werden aber nicht, so wie es in der Realität war, ebenfalls eine Offensive in Richtung Russland starten. Die ist ja in der Realität ziemlich gescheitert. Wir werden uns hier auf die Verteidigung konzentrieren. Und wir schauen mal erstmal, welche Einheit wir nach Krakau bekommen. Wir haben hier die Marschallabteilung. Die Marschallabteilung könnte mit Gewaltmarsch nach Krakau. Wir bringen die Abteilung auch dorthin. Ich denke, dass die Abteilung auch mit einer Stärke von 5 und mit dem Moraleinbuß die Festung verteidigen kann. Dann haben wir die Möglichkeit, dich in die Stadt zu bringen und du könntest nach Premischl. Kurzer Hinweis von mir: Die Stadt und die Festung Premischl, was ja ein gewisser Zungenbrecher ist, kann unterschiedlich ausgesprochen werden. Die polnische Aussprache müsste, glaube ich, Przemyśl sein, ukrainisch Przemyśl und im Deutschen ist die Aussprache Przemyśl. Und daher werde ich auch hier bei der deutschen Aussprache bleiben, das Spiel über. Ich hoffe, mir gelingt das mit diesem Zungenbrecher. Wir werden das erste Korps nach Przemyśl bringen. Ich könnte mir mit Gewaltmarsch nach Lemberg bewegen. Oder dich dorthin bewegen. Ja, das ist eine gute Frage, welche Einheiten wir ranbringen wollen. Ich würde sagen, dich werden wir verschanzen. Richtung Norden. Du gehst nach Lemberg. Dich können wir ebenso verschanzen. Das machen wir.
Dann können wir dich hier ranbringen. Das machen wir auch. Den Moraleinbuß müssen wir in Kauf nehmen. Verschanzen können wir die Einheit leider nicht. Du ziehst eins zurück. Bist ebenso verschanzt. Da haben wir hier schon mal eine Linie aufgebaut bei Lemberg. Die Einheit hier oben ist gefährdet, weil die russischen Truppen mit Sicherheit hier angreifen werden. Dann haben wir die Möglichkeit, das erste Kavalleriekorps ranzubringen. Wir bringen das Kavalleriekorps hier in die Stadt, weil wir ebenso hier die Karpaten verteidigen wollen. Du ziehst nach Czernowitz. Dich können wir verschanzen. Und wir werden ebenfalls das Kavalleriekorps in Stanislau verschanzen. Dann haben wir noch das vierte Kavalleriekorps, das wir hier ranbringen können. Das werden wir auch machen. Dann können wir dich verschanzen? Ja, können wir. Dann machen wir das natürlich. Und zwar Richtung Norden. Und jetzt wird spannend, wie das Zarenreich reagiert. Wird er hier eine Offensive starten? Wird er hier eine Offensive starten? Wird er hier eine Offensive starten? Wir werden zwar leider die galizischen Ölfelder verlieren und Ternopil verlieren, aber ich hoffe, dass wir den Ansturm der russischen Dampfwalze einige Runden lang aushalten können, bis Verstärkungen rankommen. Wir haben ja gesehen, dass die Österreich-Ungarn erst im nächsten Jahr Einheiten erhalten, aber es erfolgen bei den einzelnen Ländern Mobilmachungen, sodass wir hier automatisch Einheiten erhalten werden, auch hier in Galizien. Dann haben wir noch einen Aufklärungsbomber, den ziehen wir ran. Das waren unsere Bewegungen hier in Galizien. Wir gehen nach Serbien. Und hier in Serbien werden wir eine Offensive starten Richtung Belgrad. Hier bringen wir erstmal das 12. Korps ran. Da sind wir ein Korps in Kragujevac. Wir ziehen über den Fluss, über die Donau. Und wir werden in dieser Runde auch Belgrad angreifen. Wir werden Belgrad mit Sicherheit nicht erobern. Die Abteilung ist gut verschanzt. Sie hat eine Bodendeckung von 3. Aber wir können sie schon mal schwächen. Und wir können ebenfalls eine Senkung der Bereitschaft und Moral erreichen. Wir ziehen dich ran. Du könntest hier rangezogen werden. Ziehst erstmal hier hin. Hier sind wir ein weiteres Korps. Du ziehst hier hin. Und wir starten unseren Angriff mit dem 12. Korps auf Belgrad. 2 zu 0 wie angezeigt. Dann gehen wir mit dem 3. Korps drauf. Leider wieder 2 zu 0. Wir greifen weiter an. 2 Schaden erreicht, das war gut. Und dann greifen wir noch mit dem 13. Korps an. Heftige Verluste bei den Österreich-Ungarn, aber wir müssen die Verluste in Kauf nehmen, wenn wir Belgrad hoffentlich in der nächsten Runde erobern können. Wir könnten das Korps noch hier hochbringen. Das werden wir auch machen. Wir werden aber nicht angreifen und wir bringen den Befehlshaber, den Podjorek. Den werden wir erstmal auf den Modus halbautomatisch stellen, bringen wir nach Sarajevo. Ein bisschen risikohaft, den Befehlshaber direkt hier an der Front zu lassen, weil jetzt natürlich der Serbe mit Einheiten direkt nach Sarajevo ziehen kann. Aber ich glaube nicht, dass er hier seine Positionen im Norden bei Belgrad aufgibt. Und daher werden wir das Hauptquartier erstmal hier lassen, weil wir bringen nämlich noch die Polabteilung, die wir hier haben, in Istrien Richtung Split. Die werden wir hier nach Dubrovnik bringen in der nächsten Runde. Und das Korps können wir dann nach Sarajevo bringen. Wir werden dich jedoch verschanzen. Genauso wie angezeigt, dann können die Stellungsgräben von der Abteilung übernommen werden. Dann war das unsere Offensive hier in Serbien. Wir kommen zur K&K Marine. Und die K&K Marine ist sehr übersichtlich. Wir haben ein Schlachtschiff, wir haben hier einen Panzerkreuzer und wir haben mehrere Linienschiffe. Ein Zerstörer, ein leichter Kreuzer als auch ein U-Boot. Und nur 2 Einheiten sind voll einsatzfähig. Wir sollten aber hier im Süden eine Mine legen. Wir werden den Zerstörer ranbringen. Hier ist die Frage, wo wollen wir die Mine legen? Ich würde sagen, dass wir die Mine direkt hier an den Hafen legen werden. Genau hierhin. Wir können den Zerstörer leider nicht zurückbringen. Du gehst in den Hafen. Du gehst ebenso in den Hafen.
Wir sollten das einsatzfähige Schlachtschiff direkt dranbringen hier nach Kataro. Das machen wir auch. Du ziehst nach Pola. Dann haben wir hier schon mal eine schwere Einheit, falls hier Einheiten der Entente reinkommen sollten in die Adria. Dann waren das unsere Bewegungen mit der K&K-Marine. Wir kommen zum Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich ist noch nicht im Krieg, aber wir können die Einheiten schon mal bewegen an die zukünftigen Fronten. Es wird eine Front eröffnet werden, hier einmal hier im Kaukasus gegenüber dem Zarenreich. Dann werden wir eine Front erhalten hier auf der Sinai-Halbinsel gegenüber den Briten. Und hier wird im Südirak ebenfalls eine Front entstehen. Da müssen wir unsere Einheiten schon mal an diese Positionen bringen. Wir sehen jedoch, dass die einzelnen Städte auf Null sind. Das heißt, wir können einmal diese Eisenbahnverbindung hier nicht benutzen. Und die Versorgung ist auf dem Boden. Wir schauen mal in die Versorgung. Und wir sehen, dass die ziemlich schlecht ist. Wir schauen auch mal in die Partisanenkarte, weil die Osmanen schon bereits Partisanen haben, einmal hier im Nahen Osten, als auch auf der arabischen Halbinsel. Und wir sehen hier Partisanen in der Umgebung von Medina. Wir brauchen hier eine Abteilung, hier, drei Abteilungen, hier fünf Abteilungen für die Partisanenbekämpfung. Daher bringen wir auch schon mal die Abteilung hier ran. Du gehst nach Homs, du gehst nach Aleppo. Wir werden das Korps ranbringen Richtung Osten. Ich ebenso. Du gehst nach Angora. Die Abteilung bewegen wir in den Nahen Osten. Da haben wir noch zwei Einheiten, einmal eine Abteilung hier bei Rize. Die werden wir verschanzen. Da haben wir noch ein Korps, das 9. Korps. Das 9. Korps können wir hier nach Eliskirt bringen, damit die beiden Städte schon mal eine Verteidigung haben, weil wir hier ein Korps Richtung Esrum bringen werden. Da gehst du hier hin und wir können dich verschanzen. Jawohl. Dann waren das unsere Bewegungen mit dem Osmanischen Reich. Das wird noch ein bisschen dauern, bis die im Krieg sind. Dann gehen wir zurück an die Westfront. Wir werden den ersten Zug beenden. Das Deutsche Reich feiert die Eroberung von Brüssel. Sehr gut. Belgien verlegt Regierung nach Antwerpen. Wie erwartet. Luxemburg kapituliert. Das Deutsche Reich erbeutet 26 MPP. Wir haben eine weitere Entscheidung für das Deutsche Reich. Oberbefehlshaber der Hochseeflotte, Admiral von Ingenohl. Unsere Mittelmeerdivision, deren Flaggschiff der Schlachtkreuzer Göben ist, ist derzeit im Mittelmeer in Richtung Konstantinopel unterwegs. Es wird empfohlen, dass die Göben weiter nach Konstantinopel fährt, wo sie der osmanischen Marine unterstellt und in Yavuz Sultan Selim umbenannt werden würde. Wenn sie sich dazu entschließen, die Göben nicht nach Konstantinopel zu schicken, wird sie stattdessen Kurs auf Pola an der Adriaküste nehmen, wo sie gemeinsam mit der österreich-ungarischen Marine ihren Dienst verrichten wird. Soll die Göben Kurs auf Konstantinopel nehmen, um mit der osmanischen Marine ihren Dienst zu verrichten, oder möchten sie sie nach Pola schicken, damit sie dort in Kooperation mit Österreich-Ungarn ihren Dienst verrichtet? Wir schauen die Informationen. Sollten Sie hierzu Ja sagen, führt dies nicht nur dazu, dass die osmanische Marine dringend notwendige Verstärkung erhält, sondern trägt auch dazu bei, dass das Osmanische Reich stärker dazu tendiert, dem Krieg auf unserer Seite beizutreten. Die Mittelmeerdivision bestand ja nicht nur aus dem Schlachtkreuzer Göben, sondern auch aus dem leichten Kreuzer Breslau. Beide wurden zu Beginn des Krieges in Richtung Osmanisches Reich geschickt. Und das werden wir auch machen, damit die Osmanen auch stärker in unsere Richtung tendieren. Also ja. Wir haben eine Entscheidung für Österreich-Ungarn. Kanzler Konrad von Hötzendorf, General von Böhm-Ermoli sowie das 4. und 7. Korps unserer 2. Armee sind derzeit auf dem Weg nach Novi Sad und Temesburg, nahe der serbischen Grenze, wo sie in Kürze eingesetzt werden sollen, um an der Invasion in Serbien teilzunehmen. Allerdings könnte ihr Einsatz dort bedeuten, dass uns dadurch nicht genug Truppen als Schutz gegen Russland blieben, weshalb vorgeschlagen wurde, sie stattdessen an die russische Grenze zu verlegen.
Leider würde ihre Entsendung in den Kampf gegen Russland ihre Einsatzbereitschaft um mehrere Wochen verzögern. Möchten Sie, dass diese Einheiten sofort im Kampf gegen Serbien eingesetzt werden, oder möchten Sie sie lieber in den Kampf gegen Russland schicken? Wir schauen auch hier in die Informationen. Österreich-Ungarn erklärte Serbien den Krieg, bevor die Mobilmachung der Armee abgeschlossen war. Und die Unterstützung Serbiens durch den Bündnispartner Russland führte zu einer Änderung des Mobilmachungsplans. Dies verursachte erhebliche Verzögerungen und ein großes Chaos, da viele der Soldaten, die zur Bekämpfung Russlands entsendet worden waren, nach ihrer Zugfahrt lange Strecken zu Fuß zurücklegen mussten. Darüber hinaus führte das Entsenden der 2. Armee in den Kampf gegen Russland dazu, dass Österreich-Ungarns Offensive gegen Serbien nicht schlagkräftig genug war. Serbien oder Russland? Wir werden die 2. Armee mit den beiden Korps nach Serbien schicken, weil wir so schnell wie möglich Serbien besiegen müssen, damit wir hier Einheiten frei haben für die Ostfront. Also ja. Österreich-Ungarn stellt die 2. Armee für den Kampf gegen Serbien auf. Ein Befehlshaber und 2 Korps. Französische Mobilwachung geht weiter. General Gallieni mobilisiert die Verteidigungstruppen von Paris. Die russische Mobilmachung geht weiter. Die österreich-ungarische Mobilmachung geht weiter. Kommen Befehlshaber und ein weiteres Korps. Frankreich verstärkt die Waffenproduktion im Südwesten. Das Vereinigte Königreich beginnt mit Versorgungslieferungen für Russland. Eine weitere Konvoiroute. Das Deutsche Reich erhält 362 MBP. Wir bekommen MBP aus Norwegen, Schweden und Dänemark. Wir werden in der nächsten Runde Österreich-Ungarn einige MBP abgeben. Und wir bekommen 65 MBP aus den neutralen Niederlanden, unsere Lebensmitteltransporte. Österreich-Ungarn bekommt 239 MBP. Und das Osmanische Reich, weil es noch nicht im Krieg ist, 16 MBP. In der nächsten Folge wird das Deutsche Reich die Angriffe in Belgien und Nordfrankreich fortsetzen. Die russische Armee rückt in Ostpreußen vor, startet eine Großoffensive in Galizien und die Donaumonarchie versucht, Belgrad zu erobern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Medeberg.